noch am See in Zürich. Das Wetter war da schon immer wichtig, aber seit Neuem ist es auch ganz explizit das Klima. Nach 20 Jahren kann man das wohl sagen, dass es früher so 6 Regentage gegeben hat. Haben wir gefunden, das war aber ein schlechter Sommer. Und in der Zwischenzeit sind wir so bei 12 oder mehr angelangt. Wobei wir dann manchmal Schwein haben, dass es zu Abend dann dafür nicht regnet, aber am Tag. Also es ist eigentlich unstetig geworden und zu Ungunsten von uns. Darum wird jetzt verstärkt in Klimaschutz investiert. Zum Beispiel bei den Restaurantbetrieben. Das Jahr jetzt neu alles so, dass wir es abwaschen können. Also wir rühren eigentlich nichts mehr vor, außer die Servietten. Selbst Besteck ist aus Maisstärke, also das können wir wieder kompostieren. Und gleichzeitig haben wir umgestellt auf Ökostrom. Also wir haben keinen Sponsor, wo wir das gratis bekommen, sondern wir kaufen es tatsächlich ein. Und zwar aus Graubünden, Wasserstrom aus Graubünden. Und den Rest, was wir noch verbrauchen, tun wir mit MyClimate kompensieren. Ja, genau. Wo gibt es jetzt im Kino am See noch weiteres Potenzial für aktiven Klimaschutz? Ja, theoretisch müssen wir unsere Lieferanten, die mit dem Lastwagen rumfahren, noch animieren, auch etwas zu machen. Das machen wir zum Teil. Der eine, der sagt mindestens ein Stück Biodiesel, was das auch immer dann bewirkt, verwenden. Also wir werden sicher dort in Zukunft vermehrt bei den Lieferanten fragen, wie sie umgehen und ob sie etwas Positives machen. Wenn wir die Wahl haben, werden wir vielleicht den einen oder anderen so nehmen, der uns entspricht und auch etwas für die Umwelt macht.